Kreuz Plus geht es diesmal um den kulturellen Neustart nach der Corona-Zwangspause. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu Kreuz Plus, dem Fernsehmagazin aus dem Bistum Eichstätt. Der Oktober ist fast vorbei und wir haben wieder Interessantes aus dem Bistum für Sie. Zum Beispiel das szenische Konzert Um Gottes Willen Jona und der Weg nach Ninive. Der Ingolstädter Komponist und Theatermusiker Walter Kiesbauer hat die Bibelgeschichte von Jona und dem Wal mit Künstlern und Musikern aus dem Bistum Eichstätt vertont. Bereits im vergangenen Jahr ist die CD dazu erschienen. Nun kommt das Konzert auf die Bühne zum Sehen und natürlich zum Hören. Licht- und Soundcheck im Pfarrheim St. Nikolaus in Pleinfeld. Regisseur und Komponist Walter Kiesbauer gibt letzte Anweisungen. Gerade findet die Generalprobe für das szenische Konzert Um Gottes Willen, Jona und der Weg nach Ninive statt. Die Initiative für das Projekt geht auf den Pleinfelder Pfarrer Ottmar Breitenhuber zurück. Die Idee kam mir im letzten Jahr, im März 2020, als die ganze Welt im Lockdown war und wir uns plötzlich nicht mehr ausgekannt haben, wie geht's weiter. Ja, und da habe ich mich wieder an den Propheten Jona erinnert. Und so ähnlich wie der Jona im Bauch des Fisches, so haben wir uns Menschen auch gefühlt. Und auch die Geschichte von Jona, dass er eben wieder neu Vertrauen fängt. Rund 3 Monate lang hat Theatermusiker Walter Kiesbauer komponiert und sämtliche Texte selbst geschrieben. So entstanden 16 Musikstücke, die in mehreren Szenen die biblische Geschichte von Jona aus dem Alten Testament erzählen. Zu hören sind ein 10-köpfiges Kammerorchester aus Profimusikern, ein Männer- und ein Kinderchor. Kiesbauer nutzt die gesamte musikalische Bandbreite, um das Stück in Szene zu setzen. Jona flüchtet vor seiner Verantwortung, gerät sozusagen in Seenot, wird von Gott bestraft. Das ist für einen Musiker einfach eine Spielwiese par excellence. Da kann man es krachen lassen, auf Deutsch gesagt, da kann man richtige Amplituden suchen. Dann gibt es unheimliche niedergeschlagene Momente, die voller zärtlicher Schönheit sind. Die Hauptfigur spielt der Schauspieler und Musicalsänger Ansgar Schäfer. Jona bekommt von Gott den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen und die sündigen Menschen dort zu bekehren. Er weigert sich jedoch und wird bei einer Überfahrt mit dem Schiff von einem Walfisch verschluckt. Am Ende rettet Gott ihn und er erfüllt seine Mission. Eine spannende Rolle mit Höhen und Tiefen. Der Reiz von Jona ist, dass es so viele Wechsel gibt, im Hier und Jetzt, dann im Walfisch, also eine absurde Situation, die kennen wir alle nicht, das ist eine große Fantasie, dann diese Wechsel hin und her und die Entscheidungen treffen, was ist los und dann kommt noch eine andere Stimme dazu und am Ende, was bedeutet das für mein Leben? Dann ist es endlich soweit. Rund 200 Besucherinnen und Besucher sind zur Premiere des Jona-Konzerts in den Pfarrsaal nach Pleinfeld gekommen. Mit Lichteffekten, schauspielerischem Können und ganz viel atmosphärischer Musik wird die Geschichte rund um Jona lebendig. Mit den Spenden durch den Verkauf der CD und dem Konzert werden hilfsbedürftige Familien in Lettland unterstützt. Wer das Jona-Konzert einmal live erleben will, hat am 20. November um 16 Uhr in Neumarkt im Reitstadel Gelegenheit dazu. Weitere Vorstellungen sind bis in das nächste Jahr hinein geplant. Nicht nur Aufführungen wie das Jona-Konzert sind wieder möglich, auch das Kulturleben mit musikalischen Veranstaltungen kehrt seit Beginn der Pandemie langsam wieder zurück. Das merken auch die Kirchenmusiker. Annika Teiber-Groh hat mit Domkapellmeister Manfred Feig über die aktuelle Lage gesprochen. Ja, Herr Feig, in der vergangenen Zeit war die Kirchenmusik ja schwer durch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen. Was würden Sie denn sagen, haben Sie für den Eindruck, was das mit den Gruppen und Chören vor Ort gemacht hat? Es ist so, dass die meisten Rückmeldungen, die mich erreichen, sind tatsächlich so, dass die Leute sich wieder freuen, dass wieder was geht, dass wieder was losgeht. Man muss sich jetzt ein bisschen neu finden auch wieder. Allerdings muss man auch sagen, dass es etliche Chöre gibt, die tatsächlich Mitglieder auch verloren haben, die sich ganz neu aufstellen müssen, muss man sagen. Gibt es da von Ihrer Seite Ideen, wie Sie wieder Lust drauf machen wollen, sich auch in der Kirchenmusik zu engagieren?
Also ich kann jetzt mal sagen, wie es bei uns in der Dommusik in meinen Chorgruppen ist, also bei den Kindern und Jugendlichen. Wir versuchen halt jetzt Aktionen zu machen, wo wir wieder eine Öffentlichkeit bekommen, bei den Kindern ein Kindermusical zu machen. Im Bistum allgemein gesprochen, wir wollen natürlich wie immer ein ansprechendes Fortbildungsprogramm aufstellen. Wir haben einen Chortag geplant für Kirchenchorsänger im November. Es gibt noch eine Reihe von Kinderorgelkonzerten. Also es läuft einiges bei uns und ich bin zuversichtlich, dass wir zur alten Stärke zurückkommen. Sie haben es gerade gesagt, die Kinder- und Jugendchöre der Dommusik suchen noch Nachwuchs. Gibt es denn positive Effekte, die Sie bei denen sehen, die daran teilnehmen? Man kann jetzt generell sagen, wenn eine Kinder- und Jugendchorarbeit so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann soll das den Kindern einmal einen Raum bieten, wo sie alles andere vergessen können, wo sie ganz für sich sein können und ihrem Hobby, in dem Fall dem Singen, nachgehen und obendrein auch noch was lernen, ohne dass sie zu Hause üben müssen. Beim Instrument muss man immer jeden Tag üben. Im Chor fällt das weg und trotzdem schreitet man gemeinsam immer weiter von Erfolg zu Erfolg. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sich jetzt nach den Einschränkungen persönlich am meisten drauf freuen? Also ich freue mich einmal auf jede Probe jetzt mit dem Domchor. Seit ein paar Wochen können wir jetzt wieder mit allen proben. Das ist ganz, ganz toll. Und ich freue mich, mit den Kindern und Jugendlichen nach Wegen zu suchen, wieder Öffentlichkeit zu bekommen, Projekte zu initiieren. Und ich freue mich vor allem auch, wieder rauszufahren ins Bistum und andere Menschen kennenzulernen, die sich in der Kirchenmusik engagieren und überlegen, wie könnte man das fördern und unterstützen. Ja, da sind wir doch richtig auch schon auf die Ergebnisse gespannt. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Falk. Sehr gerne. Jahrhundertelang lagen sie über den Köpfen der Gläubigen auf dem Dachboden im Kloster St. Walburg. Kunstschätze, die erst im Zuge anstehender Sanierungsarbeiten entdeckt wurden. Ein Einblick in die Kirchengeschichte und alte Handwerkskunst in Eichstätt. Die Kirche St. Walburg in Eichstätt. Hoch ragen Turm und Kirchendach neben dem Benediktinerinnenkloster auf. Hier oben hat Kirchenverwalter Karl Daum einen ungeahnten Schatz gefunden. Denn im Rahmen der geplanten Sanierung des Dachstuhls tauchte neben jeder Menge Schutt auch etwas Wertvolles auf. Ja, wir haben also eine Kiste entdeckt, eigentlich ganz unscheinbar, aber als wir sie dann gehoben haben, haben wir gemerkt, dass da was Schweres drin sein muss. Und im Rahmen der Voruntersuchungen für die Sanierung von dem Dachstuhl ist also diese Kiste da im Gewölbe von St. Walburg aufgetaucht. Leuchter und liturgische Geräte ermöglichen einen Blick auf die Geschichte der Kirche. Die Silberleuchter stammen wohl aus dem 18. Jahrhundert. Die Leuchter aus Zinn hat ein Pfarrer von St. Walburg 1827 gestiftet. In der Gemeinde sammelt die Kirchenverwaltung nun Spenden. Damit werden die Stücke nach und nach restauriert. Wilhelm Eisenhardt in seiner Werkstatt am Eichstätter Marktplatz. Er ist in sechster Generation Zinngießermeister. 1804 hatte sein Ur-Ur-Urgroßvater Anton Eisenhardt das Zinngießerrecht erworben. In dieser Tradition arbeitet Eisenhardt noch immer. Über die sogenannte Marke hat Eisenhardt herausgefunden, dass die Leuchter aus St. Walburg von Zinngießer Martin Röckel geschaffen wurden. Es ist ihm auch von der Zeit her sehr untypisch, nämlich kurz nach der Säkularisation, dass man eben wirklich in der Kirche solche tolle Sachen noch mal anfällig, aber wie gesagt, man sieht es ja an der Gravur, an der Widmung, wird es einem schon warm ums Herz, wenn man solche Sachen bearbeitet, macht schon riesen Spaß. Nachdem die Leuchter grob ausgebeult sind, öffnet Eisenhardt mit Pfeilen oder Fräsen die Risse. So kann er Schmutz entfernen und die Teile wieder zusammenlöten und versäubern. Wichtig ist auch die sorgfältige Reinigung der Zinngegenstände. Dazu taucht Eisenhardt sie in einen großen Topf mit heißem Ätznatron. Nach einem Bad und der Reinigung mit Soda glänzen die Leuchter wieder. Ich habe das von meinem Vater übernommen. Ich habe auch hier in der Werkstatt da herin bei meinem Vater als Bub schon immer ein bisschen mitgearbeitet. Kleine Figuren gossen und kleine Teile gossen. Das hat mich immer fasziniert, wenn es ein bisschen raucht und stinkt. Und dann war das für mich ganz klar. Genau dieses Handwerk unterstützt auch die Kirchenverwaltung St. Walburg. Gold- und Silberschmiede aus Eichstätt werden die weiteren Stücke nach und nach restaurieren, sodass sie in St. Walburg wieder zum Einsatz kommen und Geschichte sichtbar wird. Im Kirchenraum. Heilkräuter und Heilpflanzen spielen seit Jahrtausenden in der Medizin eine wichtige Rolle. Einige davon sind auch in den heimischen Gärten zu finden. Wie man aus dem vermeintlichen Unkraut Heilmittel herstellen kann, haben Teilnehmer bei einem Workshop in Eichstätt erfahren.
getrocknet oder ein bisschen aussortiert, die braunen Stellen weg. Oder Spitzwegerich gegen Insektenstiche, Schafgarbe gegen Entzündungen, Hopfen und Salbei zur Beruhigung oder gegen Halsschmerzen. Hobbygärtnerin Elisabeth Gruber hat ihre Kräuterküche mitgebracht. Bei einem Workshop zum Thema Heilkräuter im Eichstätter Klimagarten zeigt sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie man daraus nützliche Salben und Tinkturen herstellen kann, um die Kraft der Natur zu nutzen. Bei Salben ist die Basis einfach ein Ölauszug und da kann man Ölauszüge machen, warm oder kalt, das erkläre ich heute, aus den verschiedensten Heilkräutern oder Kräutern, was man im Garten findet, was man oft nicht kennt. Und Tinkturen wäre das Gleiche, werden auch die Kräuter angesetzt mit Alkohol, auf was man da achten muss, dass man dann die Tinkturen hat. Aus den Ölen kann man dann mit einem Konsistenzgeber, mit Wachs, mit Bienenwachs oder ähnliches, kann man dann eben die Salbe machen. Und das machen wir heute. 4 Wochen lang müssen die zerkleinerten Kräuter in Öl oder Alkohol ziehen. Anschließend kann man die Tinkturen filtern. Der Ölansatz wird mit Bienenwachs vermischt und erhitzt. So entsteht eine Salbe. Elisabeth Gruber gibt wichtige Tipps und verrät Rezepte. Welche Kräuter gibt es? Wie lassen sie sich verwenden und wofür sind sie gut? Die Gartenapotheke bietet zahlreiche Möglichkeiten. Seit rund 2 Jahren gibt es den Kapuzinergarten Eden, das Projekt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und des Vereins für Nachhaltigkeit bietet Vorträge, Workshops und Gartenführungen an. Kräuterheilkunde passt da perfekt in das Konzept. Das Thema eignet sich total super, weil ja wie die Heilkräuter unter anderem uns ganz viel in der Natur umgibt, was wir ganz leicht für uns nutzbar machen können im Alltag. Und das ist genau unser Thema. Wir wollen eben gern zeigen und ein bisschen dafür sensibilisieren, so was kann man denn überhaupt hernehmen und vielleicht Produkte, die wir im Alltag verwenden, auch ganz leicht selbst herstellen und dabei Geld sparen, aber eben auch Ressourcen. Am Ende des Workshops dürfen die Gartenfreunde die Salben und Tinkturen ausprobieren und mit nach Hause nehmen. Wer Lust auf Heilkräuter bekommen hat oder einfach mal selber mitgarteln will, kann sich an den Verein für Nachhaltigkeit in Eichstätt wenden. Jeden Mittwoch und Sonntag findet um 17 Uhr ein offener Gartentreff im Kapuzinergarten Eden statt. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war Kreuz Plus im Oktober. Alle unsere Ausgaben finden Sie wie immer im Internet zum Nachschauen unter kreuzplus.de. Und ich möchte mich nun ganz herzlich von Ihnen verabschieden und fürs Zusehen bedanken, denn das war heute meine letzte Sendung. Nach über 10 Jahren als Redakteurin und Moderatorin im Bistum Eichstätt gehe ich nun beruflich neue Wege. Doch bleiben Sie dabei, im nächsten Monat begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Michael Krassel. Der Termin dafür ist am 26. November und da geht es um das Thema Suizidprävention. Machen Sie es gut und vielleicht sieht man sich.